Damen und Herren, für die Internetseite TSG InTeam, unser Fußballstream, haben wir jetzt noch kurz zwei Interviews mit Matthias Zahn, dem Trainer, und Turan, Sahin, dem leider heute verhinderten Torjäger der TSG. Darf Sie bitten, kurz um Aufmerksamkeit. Hat sie zum heutigen Spiel aus seiner Sicht ein paar Einladungen gegeben? Also ich glaube, wir haben heute den stärksten Gegner bisher in der Saison gesehen. Auch was Auswärtsspiele anbelangt, also generell fand ich die am stärksten. Da könnte man ja normalerweise der Meinung sein, dass der Punkt gut ist. Trotzdem ärgere ich mich eigentlich, dass wir das Ding nicht gewonnen haben. Ich glaube, wir haben uns phasenweise zu sehr auf den Schlagabtausch eingelassen. Der hat ganz viele Kräfte gekostet und wir haben in den Phasen zu wenig im Kopf gespielt. Wir hätten das in der eigenen Hälfte enger machen müssen, um dann bei Kontern noch mehr Konter zu fahren. Und dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mal irgendwann einen erfolgreich macht. Und genau, aber warum die Konter nicht so erfolgreich waren, können wir dann mal wieder. Ja, vielen Dank dir, Matze, Turan, heute 1:1 aus seiner Sicht ein Ergebnis, das in Ordnung geht. Ja, ich glaube, wir können damit leben und ja, das war eine ziemlich spielstarke Mannschaft, war uns auch bewusst. Und ja, zum Schluss haben uns auch die Kräfte gefällt und ich glaube, in dem Einsatz können wir gut leben. Wir haben ein oder andere gute Chancen, haben wir leider nicht gemacht und solche Chancen sollten wir gegen solche starken Mannschaften natürlich machen. So denke ich, dass es 1:1 in Ordnung geht und wir können gut damit leben. Matthias, gegen den SSV geht es Mittwoch um 19 Uhr. Wie stehen die Chancen dort? Ja, geht ja auch bei 0-0 los, also stehen die Chancen ganz gut. Heute ging es ja gefühlt mit 0-1 los, weil es da wirklich sehr heftig für Gegner die Anfangsphase war. Nee, Chancen sind gut, dass wir das Ding ziehen und ich glaube, wir brauchen mehr als ein Tor. Und ja, zu Höhe spielt ja auch mal wieder schön. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Die Jungs sammeln jetzt hoffentlich die Kräfte bis Mittwoch, regenerieren sich gut, Alkohol ist aber nicht so sehr, Kalle. Und dann kriegen wir das auch hin, dass wir wieder komplett fit 11 Leute auf die Platte bringen, die dann Ulm hier wegnehmen. Ja, danke dir, Matze. Die Stichworte kommen wie geliefert. Mehr als ein Tor, Turan. Ich gehe davon aus, das sind natürlich besondere Spiele, gerade gegen das SV Ulm und unter Flutlicht zu Hause. Ich denke auch mit einer guten Zuschauerkulisse. Wir freuen uns auf das Spiel und ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall die drei Punkte hier behalten und unsere Chancen auch nutzen. Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt begeben wir uns auf den gemütlichen Teil. Das GN-Team verabschiedet sich von euch. Präsentiert von unserem Medienpartner, Zahn.